Wieso war die Stimmung zwischen Massimo Sinato und Let's Dance-Tanzpartnerin Lulu Leve so angespannt? Wie fühlt sich Rebecca Mir mit der Paarung? Seit sich Massimo Sinato und Rebecca Mir 2012 in der 5. Staffel von Let's Dance kennen und lieben lernten, obwohl der Profitänzer zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet war, wird mittlerweile immer ganz genau hingeschaut, wenn verkündet wird, wer in der RTL-Show mit wem tanzt. Auch Christina Luft und Luca Hänni verliebten sich während ihrer Zusammenarbeit für das Format ineinander, auch er soll sich für sie von seiner damaligen Freundin getrennt haben. Heute heißt die Profitänzerin prompt Christina Hänni, denn das Duo heiratete und erwartet derzeit sein erstes Kind. Massimo Sinato trennte sich von Ex-Frau Tatjana Keskel und kam mit Rebecca Mir zusammen. Profitänzer Massimo Sinato wiederum war zwischen Juni 2011 und August 2012 mit seiner einstigen Tanzpartnerin Tatjana Keskel verheiratet. Erst im September 2011 hatte das Paar zudem in Königsbrunn bei Augsburg ein Tanzstudio eröffnet. Weil die Trennung im August des Jahres, in dem Mir und Sinato gemeinsam das Tanzbein schwangen, so kurz auf die Hochzeit mit Keskel folgte und weil die Chemie zwischen dem Let's Dance-Paar von 2012 so offensichtlich war, wird Rebecca und Massimo bis heute eine Affäre nachgesagt. Nach dem Bruch mit seiner Ehefrau überließ Sinato ihr das Tanzstudio. Seither sind Massimo Sinato und Rebecca Mir ein glückliches Paar. Seine Let's Dance-Promi-Damen werden dennoch sehr genau beäugt. Was Fans in diesem Jahr sofort auffiel, weder der 43-Jährige noch seine neue Tanzpartnerin Lulu Leve wirkten in der Kennenlernschau glücklich, als sie verpartnert wurde. Sie hätten überhaupt nicht damit gerechnet, Tanzpaar zu werden, erklärten sie zunächst. Ich muss zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor Massimo, offenbarte Lulu dann im RTL-Interview. Das habe sie ihn sofort wissen lassen. Vielleicht ein Fehler. Auch er hatte eine Begründung parat, ich dachte, das ist so eine faule Socke. Doch viel Alarm, aber sie hat mich vom Gegenteil überzeugt. Let's Dance 2024 Lulu Leve hatte Angst vor Massimo Sinato. Doch warum eigentlich? Jetzt, in Trainingswoche 2, wirken Massimo und Lulu wie ein eingespieltes Team. Wie ist die Stimmung? Gut, aber nicht überschwänglich. Denn weder die Kandidatin noch der Profi teilen besonders viele Trainingseindrücke auf Instagram. Während die anderen Teams nonstop neue Clips und Fotos hochladen, herrschte bei Massimo Sinato und Lulu Leve an vielen Tagen Story-Pleite. Man muss sich immer erstmal beschnuppern, scheint nach wie vor zu gelten.